Moin Leute, hier ist wieder euer Dennis von Lotti Cards. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte die Chance nutzen, so kurz vor Weihnachten nochmal zwei, drei Themen aufzugreifen, so ein bisschen so eine Art News-Update zu machen, zu was geht ab bei Pokémon gerade. Und der Markt ist ja komplett crazy, deswegen finde ich es wichtig, dass wir über ein paar Dinge sprechen. 2021 ist das 25-jährige Jubiläum von Pokémon. Dementsprechend wird das Jahr vollgepackt mit richtig krassen Sachen. Und wir fangen gleich mal an mit der ersten Sache, die wahrscheinlich im Januar rauskommt. Zumindest ist so unser Stand der Dinge, wurde uns so kommuniziert. Das ist zum einen der Nachdruck von Hidden Fates. Da kommt einmal auf Deutsch die Top-Trainer-Box. Ganz überraschend wurde die auf einmal doch noch announced. Und einmal auch auf Englisch die Top-Trainer-Box und die Tins, die es ja auch im September schon mal als Nachdruck gab, genau. Und außerdem kommt auch noch Schwert und Schild 3.5, also Champions Path, auch auf Englisch. Da kommen auch diverse Produkte nochmal rein. Wir bieten die Sachen auch zur Vorbestellung an, zumindest die Hidden Fates Geschichte. Champions Path weiß ich nicht, wie viel wir bekommen werden und auch nicht, wann das genau kommen soll. Deswegen haben wir da jetzt erstmal noch keine Vorbestellung angeboten. Teilweise haben wir aber die Produkte eh noch auf Lager. Dementsprechend könnt ihr einfach regulär bestellen. Aber gerade bei der Hidden Fates Geschichte möchte ich auch nochmal auf die Mengen eingehen. Wir werden oder wurden auch da, als das gespoilert wurde, komplett überrannt mit den Bestellungen, aber wir haben richtig viel bestellt und weil wir nun auch kein kleiner Shop sind, kriegen wir in der Regel auch ganz gute Zuteilungen, weil wir immer permanent bei unseren Großhändlern auch nicht wenig Geld lassen. Jetzt Standpunkt ist, wir haben noch Mengen, die man bestellen kann. Englisch wird langsam knapp. Deutsch haben wir noch ein bisschen Puffer, aber vergesst dieses Set nicht, auch wenn jetzt gerade sich alles nur um das 4.5er Zwischenset dreht. Glänzendes Schicksal oder glänzende Schicksale. Glänzendes Schicksal heißt es, glaube ich. Vergesst dieses Set nicht. Es ist wirklich ein tolles Set und jetzt hat man die Möglichkeit nochmal für vergleichsweise bezahlbare Preise an diese Karten aus dem Set ranzukommen, das Set zu komplettieren. Deswegen nutzt die Chance noch vorzubestellen. Ich gehe davon aus, der Preis wird immer nur teurer werden von den Sachen. Und dann ist es wieder irgendwo an der Range, wo Booster aufmachen einfach sehr teuer wird, um das Set zu komplettieren. Deswegen, genau, nutzt die Chance. Dann, das eben schon angesprochene glänzende Schicksal, Schicksale-Set, SWSH 4.5, wie es in internen Zwecken so schön bezeichnet wurde, ist das Äquivalent zum japanischen Shiny V, was ja nun gerade übertrieben gehypt wird. Nicht ohne Grund, es hat wieder wie Hidden Fates damals auch sehr, sehr viele Shiny-Pokémon mit drin. Ganz viele Rainbow-Shinies in Anführungsstrichen. Einfach ein klasse Set und natürlich dieses überkranke Glugak V-Max, Hyper Rare, Shiny, wie auch immer. Was quasi nochmal eine Nummer krasser ist als Champions Path Charizard. Und dementsprechend ist der Hype wohl nicht ganz unberechtigt. Und wir haben jetzt auch, nachdem wir schon vor anderthalb Wochen mit Anfragen bombardiert wurden, wann geht denn der Vorverkauf los, haben wir angefangen, den Vorverkauf zu starten, wurden auch da komplett überrannt, hatten erstmal nur Platzhalternamen. Jetzt diese Woche kamen endlich die Product Images, die Beschreibungen und natürlich jetzt haben wir auch alle Mengen, also quasi wie viel wir bekommen werden und haben jetzt wirklich angefangen, den Vorverkauf zu starten. Auch hier haben wir tausende Anfragen schon bekommen. Und ein paar Fragen brennen euch tatsächlich immer wieder auf der Seele, deswegen nutze ich dieses Video jetzt einfach mal, um auf diese Fragen einzugehen. Vorab aber nochmal, was kommt denn überhaupt bei den glänzenden Schicksale? Es kommt eine Top-Trainer-Box natürlich, es wird vorab schon mal kein Display geben, weil es ein Sonderset ist. Das heißt, alle Booster, die es gibt, sind in irgendwelchen Sonderboxen verpackt. Standardmäßig dabei natürlich die Top-Trainer-Box. Dann gibt es Tinboxen, die sind sogar mit einer Shiny GX-Karte drin als Coverkarte. Mega cool, finde ich auch super gut. Dann, was gibt es noch? Es gibt eine V-Kollektion mit Pikachu V. Auch die wird wahrscheinlich sehr beliebt werden. Im Gegensatz zu vielen anderen V-Kollektionen hat die nämlich eine richtig geile Coverkarte. Und was auch noch kommt, ist... Lass mich kurz denken, es gab noch ein viertes Produkt. Genau, Pin-Kollektion, natürlich, die Pin-Kollektion. Da gibt es diesmal vier verschiedene, auch mit echt coolen Designs und Artworks.
Deswegen sind die auch in den Vorbestellungen deutlich mehr rausgegangen, als ich am Anfang gedacht hätte. Und dann kommen kurz danach, ich glaube 2 Wochen später, nochmal Mini-Tints. Da sind diesmal 2 Booster aus der Edition drin. Die haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben von den Mini-Tints deswegen auch viele bestellt, weil ich glaube, die werden gut angenommen und das Design ist auch wieder sehr schön, weil diesmal sind halt, dadurch, dass halt 2 Booster aus dem Set drin sind, wirklich vernünftige Booster auch drin. Das war immer so der, ja, der Downturner bei den letzten Mini-Tints, weil eigentlich ist es ein cooles Produkt, aber die waren halt irgendwie mit Kack-Boostern aufgefüllt. Genau, und dann kommt noch eine Premium-Kollektion, wo auch 2 verschiedene Versionen von existieren werden. Ja, das sind die Produkte, die rauskommen. Jetzt habt ihr euch natürlich gefragt, kriege ich meine Menge bei euch sicher? Ja, was soll ich dazu sagen? Sicher ist nichts im Leben, aber ich möchte euch sagen, wir planen sehr konservativ. Im letzten Jahr konnten wir jeden einzelnen Kunden, der vorbestellt hat, beliefern und das planen wir auch bei diesem Produkt. Wir werden sehr, sehr konservativ planen, das heißt nur einen kleinen Bruchteil unserer bestellten Gesamtmenge zum Vorverkauf online bestellen, im Zweifel lieber noch zum Release Ware dazu haben und ja, einfach die Kunden, die bei uns bestellen, das Vertrauen in uns setzen, einfach nicht zu enttäuschen. Damit geht auch die andere Frage einher. Manche haben gefragt, warum seid ihr denn etwas teurer als vergleichbare Mitbewerber? Erstens möchte ich dazu sagen, dass wir uns preislich irgendwo im Mittelfeld orientieren. Da gibt es Mitbewerber, die noch eine ganze Schippe teurer sind. Es gibt natürlich auch eine ganze Schippe von Mitbewerbern, die noch günstiger sind als wir. Liegt halt einfach daran, dass die zum einen andere Kostenstrukturen haben. Sprich, wenn ich das Ganze als Hobby aus der Garage raus betreibe, habe ich natürlich weniger Kosten, als wenn wir 10 Mitarbeiter haben, ein großes Büro von 500 Quadratmetern und ähnliches. Das muss man natürlich auch mit einfaktorisieren. Und zum Zweiten ist es auch so, dass wir jetzt in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass Leute, die bei diesen Dumping-Shops bestellt haben, teilweise die Ware einfach nicht bekommen haben. Sprich, die haben bestellt. Und dann zum Release sind die Leute dann zu uns gekommen und haben gesagt, ja, ich wurde storniert bei dem und dem Shop und ah, ich habe keine Ware bekommen. Jetzt zum Beispiel bei Champions Park war das ganz extrem. Und ja, haben sich dann geärgert so gesehen. Aber wir haben den Leuten dann natürlich ausgeholfen und letztlich haben sie aber alle deutlich mehr bezahlt, als wenn sie direkt bei uns vorbestellt hätten. Denn es ist halt so, die Preise gehen erfahrungsgemäß, je knapper die Ware ist, nach oben. Angebot und Nachfrage regelt den Markt oder die Preise besser gesagt. Und wenn das Produkt einfach sehr wenig verfügbar ist oder halt aus irgendwelchen Gründen von Leuten zurückgehalten wird, dann steigen die Preise, weil alle Leute wollen dieses Produkt haben. So, und wenn es jetzt nun mal so ist, du hast bestellt bei irgendeinem Billigheimer, hast die Bestellung storniert bekommen, weil er sich halt verkalkuliert hat, sage ich mal 70, 80% seiner bestellten Menge online gestellt, was halt utopisch ist, und wurde dann storniert und dann kaufst du jetzt bei uns oder bei irgendwem anders, ist egal, zahlst du einfach mehr, ist halt in der Regel einfach so. So. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten lieber einen Ticken mehr nehmen. Ist jetzt ja nicht so, dass wir das 3- oder 4-fache von irgendwem nehmen, sondern wir nehmen irgendwie 10, 15% mehr als andere Leute. Und dafür bieten wir euch die Möglichkeit, dass ihr die Ware halt auch wirklich bekommt bei uns. Ja? Also bei uns geht kein Kunde leer aus, sollten wir doch mal weniger bekommen, kaufen wir das Produkt einfach nach. Und bei manchen Produkten, das hatten wir zum Beispiel bei der Top-Trainer-Box von Weg des Champs, bieten wir sogar die Garantie an, dass wenn du bei uns kaufst, dass wir im Zweifel das Produkt sonst auch einfach wirklich nachkaufen und es dir schicken. Egal, ob wir da mehr bezahlen für, als wir dann von dir bekommen haben als Kunde. Das heißt, bei uns musst du einfach nicht diese Sorge haben. Oder ich habe sogar Kunden gehört, die haben bei 3, 4, 5 Shops bestellt, weil die Angst haben, die kriegen ihre Ware nicht. Bestell bei uns, hast du das Problem nicht. Wegen den 10, 15% mehr, sich jetzt einen Riesenkopf zu machen, ja, muss jeder für sich selber wissen, ob einem das das wert ist. Ich kann euch nur sagen, wir haben Dutzende Bestellungen schon bekommen zu dem Set. Also viele, viele Kunden, die das Vertrauen in uns setzen und halt auch sagen, okay, der Preispunkt ist gerechtfertigt dafür, dass ihr mir einfach ja, die Ware safe liefern könnt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn auch ihr natürlich euer Vertrauen in uns setzt und bei uns bestellt. Kann aber natürlich auch jede andere Argumentation verstehen und bin auch kein Böse deshalb. Genau, was gab es noch für Fragen? Die anderen Fragen waren hauptsächlich ja bezüglich der Top-Trainer-Box. Da ist bis auf das Bild jetzt noch nicht allzu viel bekannt.
Evoli Gigantamax ist da drauf zu sehen. Gehe ich mal davon aus, dass das auf den Hüllen auch drauf sein wird. Ansonsten Standard ETB mit, ich glaube, 10 Boostern, wie bei den anderen Sondersets halt auch. Und ich gehe davon aus, dass die ETB am stärksten zugeteilt wird. Das heißt, wenn es euch rein um die Booster geht, solltet ihr gucken, dass ihr eure Mengen einfach ein bisschen verteilt, ein bisschen ETB, ein bisschen das, ein bisschen das, um halt einfach möglichst viel von dem Produkt zu bekommen. Genau. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, was erwartet sonst noch nächstes Jahr? Was auf jeden Fall noch bekannt wurde, ist, dass das 4.5er Set nicht das Sonderset zum 25-jährigen Jubiläum sein wird. Ich hoffe, dass wir zu dem Set dann irgendwie so ein bisschen XY12-Verschnitt à la Base-Set bekommen, dass man wieder so ein bisschen in die Richtung Reprint Old School geht. Aber ob das tatsächlich so sein wird oder nicht, wird sich im nächsten Jahr zeigen. Ich kann euch nur sagen, plant euer Geld weise. Es wird viel, viel, viel Produkt rauskommen. Jeden Monat kriegen wir zumindest laut dem, was ich gehört habe, neue Produkte. Egal, ob es jetzt irgendwie Sonderboxen sein werden oder sonst irgendwas. Und ja, deswegen plant euer Budget weise, damit ihr am Ende nicht irgendwelche Vorbestellungen stornieren müsst, um das andere Produkt dann zu kaufen. Und ja, stürzt euch nicht nur auf die neuen Sachen, sondern behaltet auch die alten Sachen im Hinterkopf. Wie gesagt, zum Beispiel Verborgenes Schicksal. Jetzt die Chance nochmal zu bestellen. Danach wird das Ding vermutlich immer nur noch teurer werden und dann wird es halt wieder schwer, das Set zu komplettieren. Also wenn euch noch Karten fehlen, ihr wollt es über Booster lösen, dann jetzt eure Chance. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß, eine frohe und besinnliche Adventszeit. Bleibt dran an diesem Channel. Wir füttern euch jetzt regelmäßig jede Woche mit Content und natürlich auch interessanten Insights, wie zum Beispiel diesen hier. Und deswegen, ja, abonniert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr für den Algorithmus auch ein paar Kommentare da lasst. In dem Sinne, euer Dennis von Hotticards. Bis zum nächsten Mal.